wir warten hier alle ganz gespannt aufs Essen von unserer guten Mila und irgendwer hat die Paparazzis ins Haus gelassen. Das finde ich eher ungünstig. Aber nun gut, ist das nun mal passiert, jetzt kann man nicht mehr viel machen. Und ja, unsere gute Tessa konnte es nicht aushalten und macht sich jetzt erstmal hier was an der Fritteuse. Aber mein Gott, wer kann es ihr verübeln? So, wer ist denn gerade gekommen? Darcy ist gekommen. Dann kann sie sich gerne mal einen Teller zu Gemüte führen. So, was macht sie da jetzt eigentlich genau? Ah, eine kleine frittierte Truthahnkeule. Dann lass es dir schmecken, Tessa. Oh, jetzt nervt sie da auch noch der Typ. Darcy, kannst du dich nicht eigentlich darum kümmern, dass sie hier verschwinden, diese blöden Paparazzis? Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr toll. So, wo geht ihr eigentlich alle essen? Ach, hier am Esszimmertisch, wollte ich schon sagen. Hä? Wo läuft ihr denn alle hin? Aber das ist natürlich völlig okay. So, der Bill, der ist immer noch am hart arbeiten und will sich schon wegen irgendwelchen Krabbeltieren wieder kratzen. Ach, Mensch, so, nee, Pollenpunsch trinken ist heute nicht. Du gehst jetzt da einen Teller nehmen, meine Liebe. Schluss mit Malen. So, Tessi, die schläft gerade sowieso und wird das Haus blitzeblank machen. Na mein Gott, ich werde sie nicht aufhalten. So, Carsten will auch was essen. Dann komm nur herunter, mein Freund, und ess was. So, Mila ist fertig. So, du hattest nur für dich was zu essen gemacht, ne, Tessa? Alles gut. So, dann machen wir das mal weg. Was können wir hier noch machen mit einem Star an Freunden? Die Alte würde ich lieber rauswerfen. Die nervt mich nämlich da ein bisschen. So, dann gehen wir hier mal auf Toilette. Und nein, wir versuchen erstmal die Typen hier loszuwerden. Wir können. Krötenverwünschung. Das klingt doch gut, oder? Weil er nervt mich ein bisschen und ich hätte gerne, dass er mich nicht mehr nervt. Das ist doch ein Plan, oder? Ich meine, mit dem grünen Dings da auf dem Kopf würde es sowieso passen, finde ich. So, mein Freund, du hast es nicht anders gewollt. Du hast dich mit der mächtigen Mila Marine angelegt. Und jetzt musst du mit den Konsequenzen leben. So ist das. Jawohl. Ja, da war ja eine Kröte. Quark. Ja, vielleicht bist du jetzt nicht mehr so nervtötend. Oder sonst irgendwie eklig. Geh doch einfach weg, bitte. Sonst muss ich dich verkaufen oder resetten. Also geh. Geh einfach weg. So, wo ist denn unser guter Bill? Der braucht noch ein bisschen. Okay, der kannst du auch mal ein bisschen ruhiger anlehnen lassen. Spaß soll nämlich gut sein, habe ich gehört. So, Tessa. Oh Gott, so viele Sims. So viele Sims. Oh mein Gott, das sind so viele. So, was kannst du denn machen, meine Liebe? Du musst auf Toilette. Genau, warte. Wir organisieren das jetzt mal alles richtig. Du gehst mal auf Toilette, dann gehst du duschen und dann, nein, das ist das falsche Bett, dann gehst du schlafen. So, erledigt. Du musst auch nicht alles wegräumen. So, Mila machen wir gleich. Darcy, die kann auch auf Toilette, da muss sie sich aber mal eine andere suchen. Auch wieder doof. So, nehmen wir mal die hier unten. So, Toilette für Darcy. Und dann Bett für Darcy. So, mit Mila gehen wir mal gleich nach oben. Die kann hier oben mal ein kleines Nickerchen machen auf ihrer Couch und warten, bis Bill nach Hause kommt. So, der gute Carsten, der kann jetzt gleich schon mal schlafen gehen. Ab ins Bett mit dir, mein Freund. So, unsere gute Tessie, die schläft ja schon eine Weile. So, Nora, wie läuft's dir mit deinem Hotdog? Und naja, der steckt im Hals, gut. Oh mein Gott, ey, nee, Nora. Nicht sterben, das ist eine ganz blöde Idee. So, dann kannst du mir auf jeden Fall mal die Reste wegstellen. Ach, hier ist was los jetzt. Wirklich, wie viel Sins haben wir denn? 8 insgesamt mit Dylan, ne? Ja, mit Dylan sind es 8. Dylan, wie geht's dir überhaupt? Lebst du noch? Dylan hat gerade, glaube ich, so ein bisschen Akkuleistungsprobleme. Ah, mein Freund, dann musst du, glaube ich, dich mal ein bisschen laden gehen oder so. Du kannst dich ja einfach mal... Oder nein, warte, wo bist du denn überhaupt, Dylan? Ach, Dylan steht hier draußen rum. Mein Gott, Dylan, sag doch was. So, du kannst dich mal eine Runde selbst tun. Ich glaube, dann geht's dir wieder ein bisschen besser und danach kannst du dich auch wieder aufladen gehen. So, wie geht's denn unserem guten Starlight? Naja, Starlight kommt ganz gut alleine klar, wie es aussieht. So, Nora, du hast es weggestellt. Mensch, ich bin so stolz auf euch. Ist das hier kaputt? Warum macht es so Dampf? Ach nee, das war... Aha, der Geschirrspüler war an. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Gut, dann kannst du ja mal hier auf Toilette gehen und duschen und das ist total toll. Und dann kannst du auch schlafen gehen, Nora. Bitteschön. So, Mila, die pennt ja hier schon fleißig auf der Couch, nicht wahr, meine Liebe? Aber weißt du was, ich würde dich gerne umstylen, Mila. Wollen wir dich mal umstylen? Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Plan. Ja, komm, Mäuschen, steh mal auf. Genug hier auf Bill gewartet, wir stylen dich jetzt mal um. Tada! Als erstes würde ich dir gerne eine andere Frisur verpassen. Über
Nee, ich würde gerne in einen Salon fahren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier einen habe. Müssen wir mal gucken. Weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich hier einen hingestellt hatte oder nicht. Momentan sieht es eher schlecht aus, aber eigentlich stelle ich überall einen hin. Das kann eigentlich gar nicht sein. Genau hier. So, haben einen. Upsidu. Ah ja, genau, den hatte ich auch noch bearbeitet gehabt, damit er hier in die dunkle Gegend reinpasst. Den habe ich alles ein bisschen dunkler gemacht. So, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal genug zum Umstylen. So, sich selbst umstylen. Komm mal her, meine liebe Mila. Ah, weil dieses Outfit ertrage ich einfach nicht mehr. Ich brauche jetzt hier ein paar Unterschiede zu den anderen Sims. Ich werde doch mal die anderen noch umstylen. Oh, 3 Uhr, mein Fehler. Ich war zu schnell. Tada. Ja, 3 Uhr. Was soll ich sagen, Leute? Ne? Das ist der perfekte Zeitpunkt für mich, um was zu trinken. Ja, und dann warten wir mal wieder eine Runde. Ist eine ganz tolle Sache, wenn man wartet, weil dann hat man so viel Zeit. Und wenn man so viel Zeit hat, dann, naja, dann hat man Zeit. Und wartet. Und wartet. Und wenn man dann irgendwann genug gewartet hat, dann sagt einem das Spiel, hey, es geht weiter. Das sagt es einem schnell, weil es einen lieb hat. Und weil man es auch lieb hat. Und weil man es noch weiter let's playen will. Und weiterspielen will. Und es nicht irgendwann in Vergessenheit gerät, wenn Sims 4 rauskommt. Das würde so ein Spiel tun, wenn es lieb ist. Bist du lieb? Spiel. Ich glaube, das Spiel ist nicht lieb. Es ärgert mich. Spiel, komm, Mann. Jawohl, wuhu, alle mal klatschen fürs Spiel. Sehr gut. So, dann geht's hier auch gleich weiter. Okay, hier waren irgendwelche Sims im Alterungsprozess festgestellt. Oh Gott, was war das jetzt für Deutsch? Sims waren im Alterungsprozess stecken geblieben und es wurden ganz schön viele Fahrzeuge für so eine kleine Stadt gelöscht. Aber mein Gott, so, bist du zu Hause, Bill? Nee, also lauf mal los, mein Freund. So, wir müssen jetzt aber erstmal die Mila umstylen. So, okay, wenn ich auf Wende klicke, kann ich eine Stylistenkarriere starten. Das ist natürlich auch nicht übel. So, Mila, gib alles. Wir wollen jetzt sehen, wie schön du dich umstylen kannst, obwohl ich ihr Outfit ja eigentlich mag. Ne? Das ist ja so gar nicht so übel. Ich mag ihre Haare gerade überhaupt nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum. Ich will einfach, dass sie andere Haare hat. Ich meine, wozu habe ich so viele Frisuren im Download, wenn ich die nicht benutze? Das geht ja gar nicht, ne? Ja, du hast schöne Körperform, Mila. Jetzt zieh dich um. Ja. Ach Mensch, warten, das ist was Tolles, oder? Warten, das hat was, das ist dynamisch. Ach, hallo Mida. So, gehen wir doch gleich mal zu deinen Haaren, wo wir wieder warten, weil wir bei den Haaren immer warten. Oh, es ist herrlich. Ah ja, also deine Haarfarbe möchte ich eigentlich gar nichts ändern. Weil ich die so eigentlich recht mag. Ich will halt nur, dass sie irgendwie eine andere Frisur hat. Ich weiß zwar noch nicht welche, aber. Sieht irgendwie auch cool aus, weiß ich nicht. Passt das zu Mila? Das passt irgendwie nicht zu Mila. Mila ist irgendwie so fein und so, keine Ahnung, Sailor Moon-mäßig. Oh, so eine verrückte Person würde ich gerne mal erstellen. Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie auch zu wild. Das sieht zwar irgendwie cool aus, aber passt irgendwie auch nicht. Ja, ach, na, ich weiß nicht. Wie sowas Normales vielleicht eher. Das ist irgendwie auch total süß, oder? Das passt vielleicht auch zu Mila. Ja, kommt, das ist mal was anderes für Mila. Weil die Mütze finde ich schon ziemlich cool. Und diese Frisur hatte ich schon echt lange nicht mehr. Vielleicht eine weiße Mütze? Nee, also das Braune, das war schon ganz cool. Dann lassen wir das vielleicht lieber. So, dann haben wir einen Hut und eine Frisur gefunden fürs erste Outfit. Dann kann ich hier ein bisschen was ändern. So, jetzt müssen wir aber irgendwie einen Pulli oder was anziehen, weil ich meine, wer trägt eine Mütze, wenn er dann so ein Oberteil dran hat? Das ist dann irgendwie nicht so ganz realistisch. Müssen wir uns was einfallen lassen? Ja, das muss irgendwie alles ein bisschen mehr Kleidung kriegen. So, aber warten wir doch erstmal ab, wie weit wir jetzt hier kommen. Dum, 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 so, was können wir ihr denn jetzt hier anziehen? Sieht das gut aus? Ich bin mir da nicht wirklich sicher, ob das gut aussieht. Nee, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ja, irgendwas Langes finde ich hier, glaube ich, auf die Schnelle nicht. Wir können ihr höchstens so ein Studententeil anziehen. Aber wir studieren ja momentan überhaupt nicht mehr. Passt sowas zusammen? Eine College-Jacke und die Mütze irgendwie gar nicht, oder?
Ich meine, das geht noch irgendwie, aber so wirklich hübsch ist das auch nicht. Ja, so viel dazu, ne? So, wir könnten ja auch einfach hier so ein... Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir so ein Outfit bei ihr schon mal haben. Ja, das ist zwar schön warm, aber das passt irgendwie nicht richtig. Ja, das Pink ist schon ganz gut. Ja, ich glaube, ich gebe ihr echt das pinke Oberteil. Ich bin mir zwar noch nicht ganz sicher, aber... ja, schwarz sieht eigentlich... gelb sieht eigentlich auch gut aus. Wir müssen ein bisschen heller machen. Ich würde irgendwie gerne das Gelb anziehen, aber irgendwie ist das dann vielleicht ein bisschen viel Farbe. Oder wir geben mir das einfach nochmal in diesen Braunton. Ach, machen wir das einfach so. So, dann hätte ich gerne ein paar Beinbekleidungen und ein wenig leisere Musik, aber ne, ist gerade nicht drin. Genauso wenig wie hier dieses Wegzoom. So, muss ich einfach mal hier mitmachen. So, dann schauen wir doch mal. Ich würde jetzt fast zu Diesel übergehen, weil erstens mag ich die Diesel-Sachen und zweitens sehen die eigentlich immer gut aus. So, ja, da gehen wir doch schon mal in die richtige Richtung. Aber ich hätte auch gerne so eine Hose mal. Weil die habe ich sonst irgendwie nie, aber die passt irgendwie nicht dazu. Ich weiß nicht, da fehlt ein Gürtel, da fehlt ein längeres Oberteil. Das sieht einfach alles irgendwie nicht gut aus. Obwohl ich finde, das geht eigentlich. Aber das sieht schon sehr, sehr modern aus. Ich weiß nicht, ich halte von den Hosen einfach nicht viel. Ich finde, die stehen nur ganz wenige und dann auch nur in einer ganz bestimmten Kombination. Und das ist leider echt selten, dass es gut aussieht. Oh mein Güte. So, hier ein bisschen dunkler vielleicht. Ein bisschen eher in einem sehr dunklen Ton. Nicht zu dunkel. ja, ich versuche gerade irgendwie einen schönen Farbton für eine Jeans zu finden. Ich finde den eigentlich ganz schön. Ich weiß ja nicht, ob ich die Schuhe so lassen soll. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir bräuchten ein paar schönere Schuhe. Gut. So. Die vielleicht? Nein. Die sind doof. Ja, das ist alles irgendwie so übertrieben. Das braucht kein Mensch. Obwohl die ja eigentlich ganz süß sind. Die vielleicht in der richtigen Farbe. Ich finde, das sieht ganz gut aus, oder? Das hat was Niedliches. So sieht sie echt hübsch aus. So, was haben wir denn hier noch für Outfits? Ich weiß es gar nicht mehr. Müssen wir uns mal reinwurschteln. Damit wir vielleicht noch was anderes finden. Weil nur das Outfit finde ich jetzt auch ein bisschen langweilig. Jo, wir warten. Outfit 2? Ah, Outfit 2 gefällt mir wiederum ziemlich gut. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir so eins haben. Okay, Outfit 2 genehmigt. Dann lasst uns noch Outfit 3 anschauen. Wie das denn aussieht. Outfit 3? Outfit Nummer 3! Jetzt? Woo, ja, Outfit Nummer 3 ist auch toll. Okay, ich habe unsere Outfits gefunden. Die sind alle total super. Häkchen. Ganz definitives Häkchen. Ja, oder? Dieses Outfit, das ist mal mega awesome tight. Camila, so gefällt es mir. Sie sieht zwar ein bisschen aus, als wenn du gerade aus irgendeinem Club kommst und zu viel getanzt hast, aber trotzdem gefällt mir das sehr gut. Jawohl, schönes Outfit. Okay, auf dem Podest standest du gerade richtig wieder, wenn man meinen Ambitionen folgt. Ach, hey. So, aber ich hätte gerne Outfit Nummer 2 verpasst. Obwohl, ich nehme jetzt gerne mal Outfit Nummer 1, weil zu viel, wozu habe ich da gerade die ganze Zeit gestanden, wenn wir jetzt Outfit Nummer 1 nicht nehmen, beziehungsweise jetzt Nummer 2. Was willst du überhaupt machen? Textnachricht, Samantha Nguyen erhalten. Ah, okay. Aber sie hat auch einen Vorbei, unsere Mila, oder? Das sieht mega aus. Ich wünschte, ich hätte Lust. Oh, meine Güte. So, ja, das ist hübsch, das ist dezent, das lassen wir jetzt erstmal so. Und weil ich hier einen unterschiedlichen Kopf brauche, ich kann jetzt nicht schon wieder dasselbe wie Nora gebrauchen. Sonst drehe ich hier irgendwann mal am Rad. Also switche mir mal schnell zu Nora zurück.
Whoopsie. So, Nora sieht ein bisschen verkantet aus, sondern naja, das passiert in den besten Familien. So, Bill, der kommt hier irgendwie jetzt angeschneit. Dem würde ich auch die Couch von Mila empfehlen. Für ein kurzes Nickerchen. Und Mila, du kannst einfach mal so nach Hause kommen. Lauf los. Ich will euch hier noch ein Techtelmechtel verpassen. So, alle anderen schlafen ja jetzt auch schon definitiv ganz... Ach nein, Tessie ist aufgewacht. Wuhu, Tessie! Wo bist du denn, Mäuschen? So, hier hinten bist du drin. Dann geh mal auf Toilette und dann eine Runde duschen. Dann kannst du dein Bett noch machen. Und, ja, okay, die steht in der Ladestation, man hört's. Ja, Frühstück servieren wäre vielleicht eine Idee. Eine Runde Waffeln oder so. Wünsche ich dir viel Spaß dabei, meine Liebe. So, Bill, der ist jetzt auch hier auf der Couch gelandet. Wo bleibt unsere Mila? Nicht, dass die hier gleich kommt. Ja, sie kommt gleich. Aber nicht so schnell, dass wir Bill gleich wieder aufwecken müssten. So, nicht rootbarer Sim, alles klar. Na, Mila? Okay, Mila will jetzt erstmal auf Toilette. Gut. Und irgendwas ist gerade schief gegangen. Keine Ahnung, vielleicht sollten wir einfach mal so just for fun einen Handwerker rufen. Bitteschön. Handwerker. Viel Spaß. Danke für deinen Anruf. Ja, das ist sowieso sehr gut, wenn ich anrufe. So, Bill, aufstehen. Mila ist da. Und so müde bist du jetzt auch nicht mehr. So, dann kannst du sie jetzt hier mal ganz romantisch verliebt umarmen. Dann sieht sie jetzt so toll aus. Oh, hört auf, euch zu beschweren und steh auf und umarme deine süße Ex-Freundin. So, ihr Lieben, aber ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder, wenn ihr wollt. Und bis dann.